und sich gedacht, okay, wenn wir auch als Gruppe tanzen können, ich will zeigen, dass ich als der Kleinste in dieser Gruppe auch was dazu beitragen kann, und hat sich dann seine eigene Show überlegt. Und die tanzen wir jetzt für Sie. Viel Unterhaltung, viel Spaß mit Bergheist Solo Show. Und lässt sich so eine Show einfallen, halt einfach auch, weil er Kindern in der ganzen Welt helfen will. Wie gesagt, für die Leute, die gerade dazugekommen sind. Die Kinder, die hier heute auftreten, sind im Rahmen der Charity Steps Tour, die ganz deutschlandweit läuft, unterwegs. Wir waren jetzt schon Berlin, Köln, Dortmund, Essen, Bochum, keine Ahnung, wie viele Städte. Wir selber kommen aus dem Ruhrgebiet. Und wie gesagt, die ganzen Kids, die hier auftreten, haben sich für ihr Portemonnaie, wie man in den Spendendosen sieht. Es ist für den RTL Spendenmarathon. Und wir haben noch eine andere coole Aktion, die man hier an diesem Plakat sehen kann. Das sind Boomboys, das ist ein kleiner Lautsprecher. Diese Firma sagt pro Like, also für die Leute, die Facebook haben, pro Like auf der Seite Boomball gibt die Firma Boomball uns 1 Euro. Das heißt, also wer bei Facebook Boomballs Essen dranhängt und das sucht oder facebook.com/Boomballs Essen am Ende, die geben, wie gesagt, pro Like 1 Euro dazu. Mittlerweile haben wir, glaube ich, knappe 1000. Das bedeutet für die Kids knappe 1000 Euro zusammengesammelt schon dafür. Wie gesagt, in den letzten beiden Jahren sind mit der Aktion schon über 19.799 Euro zusammengekommen, weil Kinder für Kinder sammeln. Nochmal einen großen Applaus für die Jungs. So, jetzt mal die Frage an die ganzen Kids, die ich hier sehe. Wer von euch kennt DSDS und Dieter Bohlen? Nur sie. Alle anderen Berliner haben alle kein Fernsehen. Super. Ah, da sind doch noch ein paar. Gut. Aber dann kennt ihr auch sicherlich DSDS Kids. Nochmal einen großen Applaus für den Berger, der wartet, dass er von der Bühne gehen darf. Der kleine Mann, der hier neben uns steht, einmal auf die Bühne mit ihm, der Sina, der ist 9 Jahre alt, einmal einen großen Applaus. Er war nämlich eben genau dort. Er war bei DSDS Kids
hat von Tim Bensko und Die Welt retten gesungen, ist super cool angekommen. Wir sind froh, dass wir ihn dabei haben, weil er und sein Bruder, wie gesagt, eine sehr musikalische Familie. Dann, wo die beiden sind, bleibt kein Auge trocken. Auch wenn es jetzt gerade so aussieht, der ist immer ein bisschen aufgeregt beim ersten Durchgang. Deswegen nochmal einmal einen großen Applaus für den Zina. 9 Jahre alt und er singt jetzt von Justin Bieber. Baby? Baby. Alles klar, viel Unterhaltung und viel Spaß. Yeah.